Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video zur Retrofestbrennweite, dem RubyMart 135mm f2.8. Bei dem Objektiv mit M42 Gewinde kann sowohl die Blende manuell verstellt werden, als auch manuell scharf gestellt werden. Außerdem ist eine Gegenlichtblende vorhanden, die man einfach herausziehen kann. Das Objektiv besteht hauptsächlich aus Metall und Glas, ist dementsprechend ziemlich schwer, fühlt sich allerdings auch sehr wertig an. Die folgenden Bilder sind das Resultat einer Fototour, die ich mit dem Objektiv unternommen habe. Zu den Bildern selbst verliere ich gleich noch ein paar Worte. Da die Brennweite von 135mm an APS-C wie etwa 200mm abgebildet werden, bieten sich weiter entfernte Motive an. Mit den 200mm ist man auch weit genug von Wildtieren weg, ohne diese zu stören. Überrascht hat mich das Objektiv bei der Aufnahme von Pflanzen. Hier zeigt sich eine sehr schöne Hintergrundunschärfe aufgrund der hohen Brennweite, auch bei Blende 4, und man sieht ein wunderschönes, spezielles Bouquet. Bei Hand muss man darauf achten, dass man Verschlusszeiten wählt, die zum Beispiel über 1/100 Sekunde sind, besser aber über 1/200 bzw. 1/500. So kann man aufgrund des fehlenden Bildstabilisators Verwacklungen vermeiden. Bei Dunkelheit ist es auch mit der Kantenabhebung der Alpha 6000 sehr schwer korrekt zu fokussieren, weshalb ich das Objektiv nicht mehr weiter für Fotografie bei Dunkelheit verwenden werde. Unsere Katze konnte ich ungestört aus einer Distanz von ca. 30 Metern fotografieren. Als sie mich da bemerkt hat, waren immer noch sehr schöne Shots möglich aus einer Distanz von ca. 10 Metern. So, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und sollte es Fragen zum Objektiv geben, könnt ihr mir diese gerne in den Kommentaren stellen. Ich werde es definitiv noch weiter verwenden. Ciao!